Toleranz. In der Kodierung mit vier Ringen bei Widerständen steht der letzte Ring für die Toleranz. Zum Beispiel Silber bedeutet, dass der Widerstandswert abweichen kann um 10%. Eine Abweichung von 10% bei einem Widerstand mit 5,6 Kiloohm heißt, laut Hersteller, dass die Komponente nicht genau 5,6 Kiloohm hat, sondern einen Wert zwischen 5040 Ohm und 6060 Ohm. Das geht beim Kopfrechnen oder mit dem Taschenrechner schnell. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5,6 Kiloohm liegt der tatsächliche Wert zwischen 5040 und 6160 Ohm. Das geht so. 5,6 Kiloohm sind 5600 Ohm. 10% von 5600 sind 560. Bei 10% einfach die Null wegdenken. 5600 minus 560 sind 5040 Ohm und 5600 plus 560 sind 6160 Ohm. Der tatsächliche Wert liegt zwischen 5040 und 6160. Man sollte wissen, dass auch Messgeräte eine gewisse Ungenauigkeit haben. Messe ich einen Widerstand mit einem nominalen Widerstandswert von 5,6 Kiloohm mit meinem Multimeter, lese ich einen Wert ab von 5,56 Kiloohm. Aber wenn ich genau denselben Widerstand mit meinem Komponententester messe, lese ich einen Wert ab von 5588 Ohm. Wen soll ich denn glauben? Mein Multimeter oder meinem Komponententester? Mir bleibt nicht viel übrig, als einfach tolerant zu sein. Das war's. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat dir gefallen.